schon zweimal so viel. 300. Hallo und herzlich willkommen bei Cookinator TV. Ja, morgen ist Halloween und wenn ihr zu Hause eine Party feiert oder euren Hund mit auf Halloween mitnehmt und ihr habt kein Kostüm, dann ist das auch vielleicht ein bisschen blöd. Und deshalb zeige ich euch, wie man ganz einfach einen Hund mit der Halloween-Kostüm selber macht. Gut, ich zeige euch jetzt, was er alles dafür braucht. Ich habe hier mal einen Edding. Wenn ihr das Ganze waschen wollt, dann könnt ihr aber auch so einen Textilstift oder ich zeige es mal kurz. So ein Stift hier nehmen, das ist hier Javana Max T-Shirt, ja, das ist sowas, was man waschen kann und nicht rausgeht. Und wenn ihr euch wundert, warum es irgendwie so raschelt, ja, Cookie ist gerade eben Knochen, gell, Cookie? So, ihr braucht eine Schere und Nadel oder Faden, wenn ihr keine Nähmaschine habt. Und einen Stoff. Ich habe jetzt mal das hier, diesen Stoff hier. Und ich werde das hier jetzt einfach mal verbessern. Also, und los geht's. Nachdem ihr euren Stoff fertig zurechtgeschnitten habt, nehmt ihr zwei solche Gummis. Das sind so Hosengummis. Und näht sie einfach hier am Rand so dran. Ihr müsst halt den Bauchumfang ausmessen. Hier, ich habe sie ohne Nähmaschine einfach da normal dran genäht. Hier und hier und da vorne auch noch. Dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Dann drehen wir es mal um, weil ihr wollt ja sicher, dass das Ganze auch noch gruselig ausschaut. Und dann könnt ihr einfach dann noch was drauf malen, ja. Leider passt Cookie das Ganze nicht mehr. Ich habe das letztes Jahr gemacht. So, aber ich verbessere das jetzt, weil vielleicht leihen wir das jemandem. So, einfach mal hier. Noch ein paar so Sachen verbessern, ein paar so Stellen. So, ich bin jetzt fertig und ich probiere es einfach jetzt mal an Cookie an, ob das noch passt. So, Cookie schaut jetzt mal erstmal nicht so freundlich, sie mag sowas nämlich nicht. Aber ihr passt eigentlich noch recht schön, muss ich mal so ganz. Und ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Weil ich habe nachgeschaut, letztens beim Teddy, da habe ich schon ein schönes Halloween-Dings gesehen. Aber in Cookies Größe kostet das 12 Euro und hier muss ich eigentlich nur gar nichts bezahlen. Cookie. Und ja, morgen kommt ein neues Cookie-Zock. Da zeige ich euch eine neue Beschäftigung für den Hund. Das macht Cookie sehr viel Spaß. Und heute kommt wahrscheinlich noch ein Halloween-Kuchen hoch. Also das dürft ihr jedenfalls nicht verpassen. Ich glaube, das wird richtig lustig werden. Und ja, tschüss dann.